Und der Schilling meldet sich bald von Shakes and Fidget. Ach, ist das schön, wieder dieses Mikrofon reinsprechen zu können. Ich habe jetzt 4 Tage, habe ich das nicht getan. 2 Videos konnte ich zu Shakes and Fidget vorproduzieren, aber jetzt geht es live und hautnah weiter. Die gute Sache ist, es war das XP-Event am Wochenende. Und obwohl ich so gut wie kein Internet hatte, habe ich mir trotzdem kurz WLAN gesnackt, dort wo ich eben war. Und Pizza passt, da sage ich nur, jo, hab mir ein schönes Pets geholt und die anderen natürlich auch noch vervollständigt. Was befindet sich hier nur darin? Die Antwort gibt es im Laufe des Videos und das bedeutet, ja, was bedeutet das? Dass es feuchtfröhlich vorangeht bei mir mit den Pets und so. Die nächste Sache, die kann ich dann kurz zeigen. Das habe ich auch getan, immer die Soldaten verbraten. Geht ja recht flott. Ein paar Mal erneuern, angreifen und danach müssen die sowieso ausgebildet werden. Grenzgenial, Rang 112. Ich sehe die Top 100 schon. Und da steht irgendwo Kanockel dran. Dann bekomme ich den endlich. Also, da tut sich was beim Schilling, kann man nur so sagen. In den Läden tut sich allerdings leider nichts, genauso wenig wie beim Glücksrad, selbstverständlich, aber ich drehe trotzdem. Wenn man mit dem Handy zockt, gibt es leider nach wie vor keine... Oh Moment, heute sind Talismane an der Reihe. Das heißt, hier bekomme ich die doppelte Menge an Gold und das ist sowieso wichtig, denn ich habe, das muss ich leider zugeben, in den letzten, ich sag mal, 3 Wochen so verdammt viel Gold zum Fenster rausgeworfen. Warum? Weil ich Gegner erneuert habe mit Gold und natürlich immer 5 Minuten warten, 5 Minuten erneuern, warten, 5 Minuten erneuern, warten. Aber ab und zu bin ich dann ungeduldig, beziehungsweise es kommen einfach keine guten Gegner. Dann erneuere ich, erneuere ich, erneuere ich. Und ich weiß nicht, ich würde einfach mal schätzen, Daumen mal Pi, so irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen habe ich dafür ausgegeben. Das sind... Ja, ist nicht viel. 10 Int-Punkte, würde ich mal sagen, habe ich einfach verbraten. Ist trotzdem irgendwie schade. Wenn man das permanent so macht, hat man in einem Jahr irgendwie 500... Nein, keine Ahnung. Also einige Skillpunkte definitiv weniger. Also, gut. Dämonenportal habe ich immer gemacht. Das sollte ich eigentlich nie vergessen haben. Ich wollte mir jetzt keinen Sitter suchen. Das waren 3-4 Tage, also... Das ist nicht so schlimm. Sollte ich mal irgendwie... 3 Wochen lang abwesend sein, würde ich das natürlich machen. Aber ansonsten... Deshalb greife ich den Slenderman an, aber vorher kann ich noch 12 Mal skillen. So 200 Millionen sollten echt langen. Und dann greife ich den an. 41% hat der Gute hier. Slenderman 404. Gegner not found. Aber immerhin Kritz heute found. Oh, meine Stimme. Ich muss die Stimme erstmal wieder eingewöhnen, die... Die macht, was sie will teilweise. Von 41% zu 26% immerhin macht der Schilling nicht, was er will, denn der macht die richtigen Sachen. Ich hatte ein Level-Up, war vielleicht auch wegen des XP-Events. Wo klicke ich denn hin? Hier. Muss ich heran. Auch wenn ich da keine 320 Alu zocken konnte an beiden Tagen. An einem war es fast drin, am zweiten leider nicht so ganz. Und deshalb, jo. Aber trotzdem Level-Up für die Kollegen. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, greife ich noch flott den Gildendämonenportal. Oh, der ist wahrscheinlich schon down, verdammt. Moment, ich sehe es mir mal an. Wow, der nächste Gegner, Handlanger. Und der ist schon bei 82% oder so. Wie krass. Das ist nämlich ein Krieger. Und weil Krieger und so, unsere ganzen Kundis und so, ausweichen und so, Da tut sich was. Sehr schön. Ich kann leider wieder nur einen Hit austeilen. War aber nicht so schlimm, denn das war ein fetter Hit. Der Handlanger. Was ist denn das hier? So ein diabolischer Drache, aber steht er auf 2 Beinen? Oder sind das seine Hinterbeine? Doch, das sind seine Hinterbeine. Ein 4-Beiner und 2 Krakenarme. Kenne ich jetzt leider auch nicht. Ist wahrscheinlich aus Diablo 3, ich habe keine Ahnung. Der Handlanger. Okay, so... Dann hätten wir diesen Gegner auch mal gesehen. Queste ich hier noch ein bisschen weiter. Ja, ich habe eben gewusst, okay, Erfahrungspunkte wett, ich will diesmal unbedingt Luchterblong, denn mit Ninja scheint das nicht zu funktionieren mit diesem Rudelbonus. Und von daher, ja, Schweinöde, Schweinöde, Schweinöde. Ich glaube, nach der 3. Quest oder so hatte ich ihn dann. Das heißt, mal schauen, entweder mit 5% Rudelbonus oder ich muss sowieso Luchterblong hochziehen, um die weiteren...
bezwingen zu können. Dann habe ich mir natürlich noch die fleischfressende Pflanze Sarzenia geholt, die ein bisschen brennt. Pyroplant. Bedeutet 5% mehr für sämtliche Feuerbegleiter. Ja, das ist sehr gut. Und ansonsten hier das goldene... Hä? Das ist doch... Ist doch ein Lichtei. Switcht der nicht normalerweise zum richtigen Element? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Was ist denn das? Ist das ein falsches Ei? Hier, man sieht es. Moment, ich klicke zu Wasser. Und jetzt das besondere Schattenei. Er springt zu Schatten. Gut, jetzt nochmal zu Wasser. Das goldene Ei. Da steht aber nicht dran, welches Element. Das sollte Licht sein, selbstverständlich. Und da tut sich nichts. Da tut sich einfach nichts. Ach ja, und ich war dumm. Nur weil es im offiziellen Guide nicht dran steht, gibt es trotzdem Zonen, wo man die finden kann. Ja, egal, ich mache es jetzt einfach mal so und hoffe, dass da Heraldon drin ist. Jawohl, ist er oder sie? Nein, doch, er oder keine Ahnung, es. Heraldon, ein Magier, aber ich würde definitiv Unicorn empfehlen, weil Kundschafter und weil einfach weitaus stärker. Ja, hey, am 24. Dezember bin ich fertig. Mit den Lichtpads 20 von 20 habe ich dann. Was ist denn hier allgemein los? 20 erkundet, 13 ausgebrütet, 1, 2, 3, 4, 5, auf jeden Fall mehr als 13, was ist das? Leute, was ist hier heute los? Moment, jetzt stand's dran. 2019, keine Ahnung, was ist da? Was geht los da rein? Und das müsste Luchterblon sein. Oh yeah, oh yeah. Das ist schön, das ist schön. Das ist ein Magier, das ist ein Krieger. Ich weiß nicht, die Magier sind auch nicht so die krassen Stecher. Ich dachte vielleicht eventuell eher mit dem Krieger kann man den noch bezwingen, aber ansonsten werde ich es jetzt einfach mit Luchterblon versuchen müssen. Ich kann mal mit Ninja angreifen, aber hey, das sind 5%. Ich dachte eben, Krieger gegen Kundi. Der Krieger blockt eventuell, wenn man da häufig pilzt, ist das drin. Ja, dann muss es der Magier versuchen. Oder ich muss bis zum Freitag den 13. warten, der ist im Januar 2017. Und den kann ich sowieso irgendwie nicht bekommen. Dann füttere ich Unicorn. Leider keine Zitronen bekommen, aber jetzt gibt's heute hoffentlich 4 bis 5 davon. Das heißt, ich würde mal sagen, grundsätzlich sind echt alle meine Probleme mittlerweile beseitigt worden. Moment, kurz einen neuen Gegner ranholen. Also, grundsätzlich habe ich jetzt alle Probleme aus dem Weg geräumt, weil bei Licht kann ich jemanden füttern, bei Wasser sowieso. Zwei sogar noch ein bisschen. Bei Erde, ich stehe so kurz davor, die Top 100 zu durchbrechen, dann kann ich endlich Kanockel füttern. So, bei Schatten habe ich jetzt Luchterblon, perfekt. Und hier sowieso Mantiflam. Das heißt, es kann... Okay, Moment mal. Das heißt, es kann... Hier hat sich gerade ein Pop-up geöffnet von einem Treiber. Sehr schön, dass er das in meiner Aufnahme tut, ohne mein Zutun. Hat man nicht gesehen, das Pop-up, denn ich nehme lediglich das Fenster von Jackson Fidget auf. Wie auch immer, also alle Probleme wurden beseitigt, das ist gut. Jetzt muss ich lediglich die Äpfel noch aufsparen und der Rest kann verfüttert werden. Aber man muss sich mal ansehen, wie viele unnötige Früchte draufgegangen sind. Hier, Sumsum Level 9, dann Rosalinks Level 19, Flederadatz Level 3. Stonework geht auf die 100 zu, naja nicht ganz, aber 34 ist auch, das schmerzt. Mesmerit 8, da ist es noch in Ordnung. Ja, und bei Wasser habe ich eigentlich nichts verschwendet. Ansonsten, oh Mann. Da haben mich bestimmt einige Leute überholt, so. Die haben es besser gemacht und besser timen können. Wie sieht's aus mit den Pets? Ich besitze 78 und bin damit eigentlich gut dabei. Also, das muss man sagen. Das ist schon in Ordnung von der Anzahl der Pets. Wie viel hat denn unser guter Hawks? Mittlerweile 84. Damit führt er den Server noch immer an. Aber Lokist ist ihm dicht an den Fersen dran. Genau, dann greife ich jetzt an. Karat XA, das ist ein fieser Kollege. Licht 17. Oh, ja, Gildenkampf. Nö, jetzt nicht. Licht 17. Dumpidum, bambudibum. Licht 19 hat der gute Schilling allerdings. Die Sache ist Licht 17. Ich weiß nicht, wie früh der schon Killridge bekommen hat. Und einen Killridge 100 kann ich aktuell nur mit Killridge 100 besiegen. Deshalb muss direkt Licht dran.
Obwohl, es kommen heute ja nur Lichtgegner. Oh, das wird ein kniffliger Tag. Egal, es tut mir leid, ich muss direkt mal Licht rausballern. Mit Licht angreifen, den Anfang recht flott machen. Denn Karat X hat mich immer wieder überrascht mit seltsamen Wechseltaktiken. Aber die funktionieren anscheinend, wenn man sehr gut timen kann. Tivic 100. Killridge hat er selbstverständlich dann schon relativ früh bekommen. Aber jetzt vom Level her habe ich nicht so aufgepasst. Killridge eventuell ist Level 50 oder so drin. 43. Ja, okay. War jetzt nicht so krass, aber kann man vorher nicht wissen. Ich pokere allerdings und gehe davon aus, dass sowieso schwache Gegner nachkommen. Und das stimmt schon mal direkt. 2,35. Dann nehme ich... was nehme ich denn? Erde, mein schwächstes Element. Würde ich sagen. Und ich greife an. Plutoid 100. Wen hast du dann? Das war ein Reim 200, also ein Kreuzreim und 200. Egal, Schilling. Ruhe. Mesmerit 1, ja gut. Okay, aber die Zitronen sind enorm wichtig. 361. Habe ich verloren. Habe ich verloren. Ich kann nicht gegen Killridge gewinnen. Der ist 100. Hallo, Spirotis hat den ja wohl locker auf 100. Verdammt, für diesen Gegner hätte ich mein Lichtelement benötigt. Rang 7. Aber 73 Pets? Woher die ganzen Früchte? Moment mal, ich muss mir das nochmal ansehen. Ich schicke sowieso jetzt mein stärkstes Element vor. Die Frage ist nur... Ninja 100, eventuell, ich weiß nicht, hat der Killridge vielleicht nicht auf 100? Dragopyr ist zwar auch auf 100, aber keine Ahnung. Oder Wasser? Naja. Ich versuch's mit Schatten. Ich denke, ich versuche es mit Schatten. Da habe ich 5. Ach so, da habe ich nur 15. Hier habe ich 16. Egal, Schatten, auf geht's. Mal schauen. Ich hoffe einfach, dass er Killridge nicht so stark gelevelt hat. 7, 2, gut. 1, 1. Oh, 1. Jetzt kommen die ganzen Einser. 86 sogar. Da hat er, wenn der mit 86 Killridge gepackt hat, dann ist der definitiv auf Level 100. Also da habe ich jetzt Angst. 86 ist... Okay, man sieht Luchterblanc. Easy GG. Mesmerit 100, Moment mal. What? Mesmerit 100? Der hat Heraldorn auf 57. Aber hätte ich ja locker mit Licht machen können. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Ich hätte nicht direkt mein stärkstes Element verbraten dürfen. Dann kommt jetzt Wasser dran. Sollte ich eigentlich machen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Mesmerit 90 und Fluoch 96, kein Thema. Sehr fein. Eine Frucht für morgen und Milchreis 179. Ja, hätte ich alle gewonnen. Hätte, Fahrradkette. Wenn ich es besser getimed hätte. Egal. Eine Zitrone, hey. Dieser Zitrone trauere ich jetzt definitiv nicht nach. Genau. Hier noch flott angreifen. 4 von 10. Feuerblut. Das tut gut. Und jetzt werde ich mir mal ansehen, wie viele Ränge ich heute gut machen kann. Ich war am Überlegen, so zum Beispiel, soll ich einmal den Dan 211 angreifen und ihm die ganzen Kampfmagier und Bogenschützen klauen, sodass ich danach immer eine 118er Festung bekommen kann, ohne Gegnern. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich muss kurz überlegen. Das Problem ist, irgendwie die Emojis zeigen an, also die gehen davon aus, dass der nur einen Kampfmagier hat, glaube ich, so in der Art, also... Oder vom Durchschnitt, oder ich weiß nicht. Definitiv darf man sich darauf nicht verlassen. Darauf kann man nämlich einen lassen. So. Ja. 24 Bogenschützen, Level 85. Oder ist es das wert? 18 Soldaten, aber dann müsste ich... Nein, ich tue es jetzt nicht. Vielleicht am... Hier der Nächste. Der Nächste, der hat allerdings schon stärkere Bogenschütze und so weiter. Aber das wäre wieder ein Gegner, den ich dann permanent mit 2 Soldaten abfarmen könnte, wenn er nur die Befestigung hat. Hier, zum Beispiel sowas. Genau, dann habe ich eben eine 118er Festung ohne Verteidigung. Und kann ganz locker, flockig. Aber es muss eben jemand zuvorkommen und mal die ganze Verteidigung wegklatschen. So, 153 kann man auch mal machen mit 8 Soldaten. Du hast sogar... Beute für mich, zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Nochmal 118, sehr schön. Ach ja, was baue ich gerade aus? Nochmal die Edelsteinmine, denn das
geht relativ flott von dannen und danach bekomme ich nochmal 10 Ehre extra und dann sollte Kanockel echt nichts mehr im Weg stehen. Der nächste, Ananda, Rang 96, müsste ich ebenfalls einmal die Verteidiger wegklatschen. Danach hätte ich immer die 108, doch, ich glaube, das mache ich jetzt. Ah, ich habe zu wenig Erfahrung. Ich kann nicht sagen, wie viele da ausreichen. Ich vertraue mal diesen Smileys und schicke zur Sicherheit aber 15 los. Sollte ich verlieren, ist es auch nicht so tragisch, denn die gekillten Schützen, die sind ja weiterhin tot. Und von daher, also mal schauen, waren das viel zu viele oder wird es... Oh, der hat ja 24, das wusste man schon vorher. Und bei den Hexenmeistern hat er wahrscheinlich so 10, 11, 11 Stück. Okay, doch. Hat mehr als gelangt. Na gut, das war jetzt auf jeden Fall sehr teuer, aber es war eine Investition in die Zukunft, denn wenn ich diesen Spieler nochmal bekomme, hat er nichts und dann muss ich lediglich 2 Soldaten vorschicken und weil man einen und denselben Spieler häufiger pro Tag bekommt, kann sich das durchaus lohnen. Wenn ich mir diese Liste mal ansehe, Prinz Jamal zum Beispiel habe ich direkt hier 2-mal, also diese Namen kommen bestimmt häufiger dran. Und jetzt Ernale, Festung. 112 noch immer. Man sieht, es dauert schon ein bisschen länger. Aber Top 100 hier, das sind noch 30 Ehrenpunkte oder so. Und von daher, ich freue mich schon so, Kanockel, endlich. Mann. Also, dann würde ich sagen, ist dieses Video erstmal am Ende. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.